Sie hat recht, natürlich. Irmgard könnte eine wunderbare Sportlerin werden, wenn sie wollte. Sie ähnelt Alice. Brillant, aber uns steht. Sie ist hervorragend, solange sie etwas gern macht und beschlossen hat, es gut zu machen. Aber nur so lange. Sie ist grob und undankbar und albert die ganze Zeit herum. Ich wünsche Amanda viel Vergnügen. Amanda verträgt sicherlich eine ganze Menge. Es ist immerhin schon etwas, dass sie Irmgard hilft. Wenn alles schief geht, haben wir noch Felicitas, auf die wir uns verlassen können. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Sehr gespannt. Die siegesgewisse Amanda und die trotzige Irmgard. Leiden kann ich beide nicht. Pass auf, Irmgard. Ich habe dich beobachtet. Mich? Beobachtet? Warum denn das? Was ist denn an mir schon so interessant? Ich habe doch in der letzten Zeit nichts ausgefressen. Lass das Geschwätz. Ich habe dich beim Tennis und beim Schwimmen beobachtet. Du könntest gut sein. Du könntest sogar besser sein als jede andere aus der zweiten Klasse. Und wenn du an dir arbeiten würdest, statt herumzualbern, dann könntest du bald jeder aus der vierten Klasse schlagen. Was? Ich habe beschlossen, dich selbst zu unterrichten. Ich habe Susanne, Dolly und Martina meine Ansicht über dich mitgeteilt und ihnen gesagt, dass ich dich noch bis zu den Ferien in die zweite Mannschaft im Tennis und Schwimmen bringen werde. Ich möchte das gerne beweisen. Irmgard ging gut gelaunt fort. Was für eine Sensation für die anderen! Die Nachricht von dem Sondertraining machte im Nu die Runde. Die Sportlehrerinnen hatten gewisse Bedenken, als sie davon erfuhren. Es war nicht allzu gut, wenn einem Mädchen aus den unteren Klassen zu viel Beachtung zuteil wurde. Andererseits konnte Irmgard eine wirklich gute Sportlerin werden, falls sie sich genügend Mühe gab. Vielleicht wurde sie durch Amanda dahin gebracht, sich wirklich einmal kopfüber in eine Arbeit zu stürzen. Der Unterricht begann. Eine neugierige Schar von Erst- und Zweitklässlerinnen hatten sich zum Zuschauen eingefunden. Amanda war erstaunt, so eine Menge Mädchen zu sehen. Und Irmgard fühlte sich nicht wohl in ihrer Haut. Sie wollte nicht ausgelacht und angepflaumt werden. Was wollt ihr immer noch hier? Die wollen uns zuschauen. Wenn ihr gekommen seid, um beim Zuschauen zu lernen, dann soll es mir recht sein. Andernfalls könnt ihr gleich verschwinden. Wer den Unterricht unterbricht oder auf irgendeine Weise stört, kann sich auf etwas gefasst machen. Ich habe auch hier mein Strafbuch dabei. Wie lange soll es denn noch weitergehen? Immer diese Aufschläge. Ja, nochmal. Eine Bemerkung noch und ihr verschwindet. Ich sage, dass ich Irmgard keine neuen Clownerien beibringen kann. Da kennt sie alle Tricks, die es gibt. Aber wie man richtig Tennis spielt, ich fürchte, da weiß sie nicht viel. Habt ihr gesehen, wie schlecht ihre Rückhand ist? Und habt ihr gesehen, wie sie die Füße setzt, wenn Bälle von rechts kommen? Alles falsch. Wenn Irmgard das aushält, dann wird es ihr sehr viel nützen. Aber wie Amanda sie antreibt. Sie lässt ja keinen Augenblick locker. Aushalten kann Irmgard das schon. Die Frage ist nur, hat sie den Willen dazu? Ich habe das Gefühl, sie wird es bald satt sein. Nicht den Unterricht, aber die Art, wie er gehalten wird. Es ist ja auch eine Pferdekur. Genug für heute. Wie du selbst siehst, hast du an eine Menge zu denken. Zeige beim nächsten Mal, dass du schon etwas gelernt hast. Und sei morgen früh pünktlich am Schwimmbecken. Ich habe 10 Minuten Zeit für dich und will keine Sekunde verlieren. Amanda selbst bewies allen, dass sie weit und breit die Beste war. Im Tennis und im Schwimmen. Selbstverständlich kam sie in die erste Mannschaft. Es war eine Freude, ihr beim Sport zuzusehen. Ich wurde nicht müde, die Anmut dieses großen Mädchens auf dem Tennisplatz und im Schwimmbecken zu bewundern. Amanda und Irmgard trainierten nun täglich und es ging enorm voran. Amanda schien Irmgard richtig eingeschätzt zu haben, was jedenfalls ihre sportliche Begabung betraf. Aber Irmgard hatte genug von Amandas Strenge. Sie fand die Kommandos und scharfen Befehle langsam widerwärtig. Es war Irmgard noch nie leicht gefallen, sich unterzuordnen. Aber von jemandem herumkommandiert zu werden, den sie nicht leiden konnte, das wurde ihr langsam zu viel. Am Vortag hatte sie es Amanda gesagt. Amanda hatte ihr einen neuen schnellen Schwimmstil beigebracht und darauf bestanden, dass Irmgard ohne Pause das Schwimmbecken durchquerte. Immer hin und zurück und noch einmal hin und zurück. Dann hatte sie den Unterricht abgebrochen, weil Irmgard einigen ihrer Anweisungen keinerlei Beachtung geschenkt hatte. Du schwimmst da ganz gemütlich vor dich hin und machst falsche Bewegungen mit deinen Beinen.
Ich habe dir das zugerufen, aber du machst einfach weiter. Glaubst du, ich kann nur ein Wort verstehen, wenn meine Ohren voller Wasser sind und meine Arme um den Kopf donnern? Du holst dir besser ein Megafon, obwohl deine Stimme wie ein Megafon klingt oder sogar noch lauter ist. So, das reicht. Von einer Zweitklässlerin lasse ich mir keine Unverschämtheiten bieten. Und ich bin langsam so weit, dass ich von einer aus der 6. Klasse keine Befehle mehr annehme. Ich habe langsam die Nase voll. Lass dir das gesagt sein. Amanda wollte eine sehr scharfe Antwort geben, aber sie hielt sich zurück. Sie kochte innerlich, aber sie ließ es sich nicht anmerken. Irmgard grinste in sich hinein. Sie wusste ganz genau, dass Amanda jetzt den Unterricht nicht aufgeben wollte. Und über das Schwimmen machte sich Amanda schwere Gedanken. Das Schwimmbecken reichte ihr nicht aus. Sie wollte in die See hinausschwimmen. Wie konnte sie für lange Strecken trainieren, wenn sie nicht hinausschwamm? Sollte sie bei Gelegenheit einmal hinausschwimmen? Sie kümmerte sich nicht darum, ob es Krach geben würde. Sie wollte sowieso nicht lange auf Burg Möwenfels bleiben. Die Vorschriften konnten sie also nicht abschrecken. Die Frage war nur, wann war sie unbeobachtet? Ja, ganz früh am Morgen. Schon an einem der nächsten Tage wollte sie es tun. Aber zuerst gab es noch Streit zwischen Irmgard und Amanda. Die meisten hatten vorausgesehen, dass es früher oder später krachen würde. Und es krachte. Es war ein geradezu läppischer Anlass. Amanda gab Irmgard Tennisunterricht und schlug ihr rasante Bälle zum Annehmen zu. Irmgard war fast erschrocken über diese Bälle. Aber sie schmetterte tapfer zurück und war froh, dass sie mit so gewaltigen Schüssen fertig wurde. Irmgard, gebrauche deinen Kopf! Was nützen Rückgaben, wenn du den Ball nicht so schlägst, dass ich ihn erlaufen muss? Oder so, dass ich ihn überhaupt nicht mehr bekomme? Du schlägst mir die Bälle einfach vor die Füße. Ich tue schon, was ich kann, um die Bälle überhaupt zurückzuschlagen. Ich kann sie nicht noch platzieren. Gib mir eine Chance. Der Platz ist hier auch recht holprig. Ich weiß nicht, wo die Bälle hinspringen. Keine Ausreden. Das ist keine Ausrede. Wenn du herumalberst, Irmgard, dann hören wir auf. Oh, der ging leider in Nachbarsgarten. Das war Absicht, Irmgard. Ich muss dich verwarnen. Ich habe es satt. Mit dir kann man einfach nicht arbeiten. Ich mache da nicht mehr mit. Es ist die Zeit nicht wert. Wiedersehen. Sei nicht dumm, Irmgard. Komm sofort zurück. Wiedersehen. Irmgard, du sollst zurückkommen. Wenn du nicht kommst, werde ich dafür sorgen, dass du nicht einmal für die 3. Mannschaft aufgestellt wirst. Das ist mir egal. Such dir eine andere Zweitklässlerin zum Anbrüllen und Herumhetzen. Verschwende dein freundliches Wesen nicht an mich. Und damit ging sie endgültig fort. Mit einem so verächtlichen und wütenden Blick, dass Amanda erschrak. Auch die kleine Gruppe von Zuschauern war jetzt erschrocken. Flüsternd verschwanden die Mädchen. Was für eine Neuigkeit, die man überall erzählen konnte. Was für ein Streit war das? Und war Irmgard nicht einfach unglaublich? Was, Alice? Du hast dir doch nicht gesagt, dass wir Mademoiselle Dupont den Streich spielen wollen? Du bist wohl blöde. Meinst du, ich plaudere etwas aus, wenn wir Stillschweigen beschlossen haben? Oh gut, es sah nur so aus, als hält ihr ein vertrauliches Gespräch. Ich wollte dich um den Magneten bitten. Ich warte schon Ewigkeiten. Hat alles mit dir geschimpft? Nein, stell nicht so komische Fragen. Ich habe mich in die 6. Klasse geschlichen und eines von den Übungsbüchern vom Pult genommen. Du musst also nur hineingehen, dich entschuldigen und Mademoiselle fragen, ob das Buch einer aus der Klasse gehört. Wenn sie die Klasse fragt, kannst du ihr den Streich spielen. Ich glaube, die 6. ist schon drin. Dann los! Entrée! Entschuldigung, gehört dieses Buch in diese Klasse? Ah ja, es gehört Marlies, sie hat es schon vermisst. Dankeschön, Mademoiselle. Tiens! Wie sonderbar! Ihr seid schlechte, boshafte Geschöpfe! Wer hat meine Haarnadeln weggenommen? Sie sind alle fort! Nein, das ist eine seltsam verwirrende Sache. Sehr komisch, Lisch. Aber niemand kann ihre Haarnadeln genommen haben, Mademoiselle. Heute ist doch niemand zu Ihnen nach vorn gekommen. Ja, das stimmt. Dann ist das kein Streich, sondern meine Nadeln sind von selbst verschwunden. Mädchen, Mädchen, könnt ihr sie nicht sehen? Mädchen, Mädchen, bitte! Frau Wilhelm ist nebenan, was soll sie bloß denken? Ich gehe und bringe mein Haar wieder in Ordnung. Diese Felicitas! Ich habe den Magneten in ihrer Hand gesehen.
Aber dass eine Zweitklässlerin so einfach in unser Klassenzimmer kommt und das wagt... Trotzdem, es war ein großer Spaß. Die arme Mademoiselle war völlig außer sich. Amanda hatte beschlossen, dass sie am nächsten Morgen früh hinausschwimmen wollte. Mit der Ebbe passte es vorzüglich. Sie war gespannt und begierig, endlich einmal wieder richtig schwimmen zu können. Sie lag mit drei anderen in einem der kleinen Schlafzimmer der 6. Klasse. Diese drei anderen waren gute Schläfer. Martina, Britta und Will. Es würde nicht schwer sein, hinauszuschleichen, ohne die anderen zu wecken. Und niemandem wollte sie etwas sagen. Weder vorher noch nachher. Die anderen richteten sich immer so genau nach den Vorschriften. Um 3:30 in der Früh stand sie auf. Es herrschte noch Dämmerung. Aber bald würde die Sonne aufgehen. Es gab bestimmt einen herrlichen Tag. Amanda zog ihren Badeanzug an und ging leise hinaus. Kein Laut war zu hören. Die ganze Schule lag im tiefen Schweigen. Bald stand Amanda am Schwimmbecken. Sie probierte das Wasser. Herrlich! Ihre kräftigen Arme durchpflügten das Wasser. Ihr trainierter Körper schwelgte. Sie drehte sich einige Minuten auf den Rücken und träumte von der Zukunft, wenn sie bei Schwimmwettkämpfen Preise gewinnen würde. Dann kletterte sie aus dem Becken und ging hinunter zu den Felsen. Donnernd brachen sich da die Wellen. Weiter draußen dagegen war es ganz ruhig. Amanda schaute hinaus auf die blitzende See und den tiefblauen Himmel. Dann tauchte sie zwischen zwei Felsen ins Wasser, schwamm durch einen kleinen Engpass und befand sich plötzlich auf dem offenen Meer. Fräulein Pott, kommen Sie schnell! Was ist denn nun schon wieder passiert? Gehört das Mädchen in Ihre Schule? Mein Gott, das ist ja Amanda. Oh, sie ist verwundet. Sie blutet. Oh, wie furchtbar. Sie wird verbluten. Nehmt euch doch zusammen, Mädchen. Das sind Hautabschürfungen und Fleischwunden am Bein. Daran stirbt man nicht. Tja, beste Frau, wenn die Kleine hier nicht gewesen wäre... Tja, ich weiß nicht recht. Ich glaube, alle Hilfe wäre zu spät gewesen. Du, Amanda? Was hast du denn damit zu tun? Ruhe! Irmgard, was ist geschehen? Ich war so früh aufgewacht und da habe ich ein bisschen trainieren wollen im Schwimmbecken. Als ich so übers Meer schaute, da sah ich einen hellen Punkt auf den Klippen rauf und runter tanzen. Nach einer Weile habe ich erkannt, dass es ein Mensch war und da habe ich das Boot genommen. Was? Du ganz allein? Das war schon ganz richtig überlegt von diesem kleinen Flo. Wenn sie erst Hilfe geholt hätte... Wäre es zu spät gewesen. Aber das ist doch gefährlich. Ihr wisst doch, dass das Meer wegen seiner Strudel für euch tabu ist. Und zwar allerstrengst. Also, wenn Sie mich fragen, der kleine Flo hat der Großen hundertprozentig das Leben gerettet. Das steht fest. Also wirklich, eine tolle Leistung. Also ich will jetzt nichts von Heldentaten hören. Amanda muss in die Krankenstation. Fassen Sie doch mal mit an, Herr Peters. Ja. Oh. Lassen Sie mal. Ich mach das schon. Wo geht's lang? Gehen Sie mal voran, ja? Irene, du lässt nach dem Arzt rufen. Und du, Felicitas, sagst Frau Greiling Bescheid. Na, das ist ja mal wieder eine schöne Bescherung und immer ist es euer Leichtsinn. Wie jede Neuigkeit breitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer aus. Amanda schwamm im Meer und geriet in den Strudel. Irmgard war zufällig am Schwimmbecken, nahm ein kleines Boot und rettete sie. Aber Amanda ist schwer verletzt. Stellt euch vor... Irmgard hat ihre schlimmste Freundin gerettet, sagten die Jüngeren. Die gute Irmgard. Als sie an Land war, brach sie auch zusammen. Beide sind jetzt im Krankenzimmer. Das war eine Sensation. Irmgard erholte sich schnell. Sie war nur völlig erschöpft gewesen. Das und die Angst hatten sie für ein paar Stunden außer Gefecht gesetzt. Dann richtete sie sich im Bett auf, verkündete, dass es ihr wieder gut gehe und fragte, ob sie aufstehen dürfe. Noch nicht. Bleib liegen. Ich möchte mit solch einer großartigen Lebensretterin nicht schimpfen. Wenn das nicht stimmen würde, was du erzählt hast, dann würde ich zweifellos schimpfen. Aber du hast tatsächlich Amandas Leben gerettet. Wie geht es, Amanda? Nicht allzu gut. Ihr Arm ist nicht so schlimm, aber die Muskeln an ihrem Bein sind schrecklich zerrissen. Wahrscheinlich an einem Felsen. Hausmutter, heißt es, dass Amanda vorläufig nicht mehr Tennis spielen und schwimmen kann? Es bedeutet noch viel mehr. Wenn ihre Muskeln nicht wieder außergewöhnlich verheilen, wird Amanda vielleicht nie wieder Sport treiben können. Aber Amanda wollte nächstes Jahr schon an den Schwimmwettkämpfen teilnehmen. Sie ist gut genug dafür, Hausmutter. Ich weiß das. Es ist eine schlimme Sache, Irmgard.
wenn jemand stark und gesund ist und eine große sportliche Begabung geschenkt bekam und das für eine einzige Stunde verbotenen Vergnügens verliert, dann ist das eine Tragödie. Ich möchte mir nicht vorstellen, was diesem armen Mädchen jetzt durch den Kopf geht. Kann ich Amanda besuchen? Heute nicht. Und lass dir eines sagen, Irmgard. Ich weiß von deinem Streit mit Amanda. Mir ist egal, wer da nun recht hat. Dieses Mädchen wird jetzt ein wenig Hilfe und Mitleid brauchen. Wenn du nicht großzügig genug sein kannst, ihr dies zu geben, so besuche sie besser nicht. Du hast ihr Leben gerettet, das ist eine große Sache. Nun kannst du eine kleine Sache tun und dich bemühen, mit ihr ins Reine zu kommen. Das werde ich tun. Sie predigen schrecklich, Hausmutter. Ich weiß gar nicht, warum ich sie so gut leiden kann. Dies Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Aber jetzt bleib still liegen. Als Irmgard schließlich aufstand und zurück in die Schule ging, kam sie sich fast wie eine Heldin vor. Mit dreifachem Hoch wurde sie empfangen, als sie zögernd den Gemeinschaftsraum betrat. Sie war plötzlich ungewohnt schüchtern. Steffi klopfte ihr auf die Schulter. Und Felicitas bediente ihren rechten Arm wie eine Pumpe. Und Nora schüttelte am linken Arm. Irmgard hoch! Irmgard hoch! Ach, seid ruhig. Gibt es was Neues? Ich komme mir vor, als wäre ich eine Ewigkeit fort gewesen. Habt ihr in der 6. Klasse wieder einen Streich gespielt? Nein, nein. Wir haben an nichts anderes als an dich und Amanda gedacht. Wir haben nicht mal an Streiche denken können. Aber das holen wir jetzt nach. Einfach, um deine Tapferkeit zu feiern. Ach, lass das doch. Ich war zufällig unten und sah, dass Amanda in Schwierigkeiten war. Das ist alles. Jeder andere hätte genauso gehandelt. Gut gemacht, Irmgard. Aber ist das nicht ein schreckliches Pech für Amanda? Aus mit dem Sport für den Rest des Jahres und vielleicht auch aus für die Zukunft. Niemand sagte oder dachte auch nur, dass das die Strafe für Amandas ständige Angeberei war. Auch die Jüngsten nicht, obwohl sie alle Amanda nicht leiden konnten. Dieses Unglück forderte allgemeines Mitleid heraus. Irmgard hielt ihr Wort. Sobald es erlaubt war, besuchte sie Amanda und brachte ihr eine große Schachtel Pralinen mit. Die Hausmutter verließ leise das Zimmer und schloss die Tür. Ja, und was dann hinter der verschlossenen Tür passierte, lässt sich denken. Denn die zwei waren ab sofort unzertrennliche Freundinnen. Wir standen alle auf dem Schulhof und warteten auf Irmgard. Da kam Evelyn aus dem Direktorzimmer und weinte. Evelyn, was ist los? Ach, Dolly, mein Vater ist schrecklich krank. Er muss wahrscheinlich sterben. Ach, Dolly, bitte vergiss die schrecklichen Dinge, die ich neulich gesagt habe. Wenn er nur nicht stirbt, dann könnte ich alles gut machen. Ich würde alles für ihn tun. Die schlechteste, schmutzigste Arbeit. Aber es ist zu spät. Beeil dich, Evelyn. Wir müssen unbedingt den nächsten Zug erreichen. Pack nur das Nötigste ein, Evelyn. Ich werde deine Sachen packen und nachschicken lassen. Nimm nur das mit, was du unbedingt brauchst. Mach dir keine traurigen Gedanken, Dolly. Das ist jetzt Evelyns Sache. Lass dir deine Zeit hier nicht verderben. Oh, Frau Greiling. Na, 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 Dolly. Aber bald ließen uns andere Ereignisse Evelyn und ihren schnellen Abschied vergessen. Susanne und ich gewannen das Doppel gegen die früheren Schülerinnen. Martina gewann alle Einzelspiele. Will hatte Geburtstag und bekam von zu Hause einen so riesigen Kuchen, dass die ganze Schule zu essen hatte. Er wurde in einem Lieferwagen gebracht und zwei Männer mussten ihn hereintragen. Von Evelyn kam schließlich eine Nachricht und ich seufzte erleichtert auf. Evelyns Vater musste nicht sterben. Es war noch nicht zu spät gewesen. Er würde zwar nie wieder richtig gesund werden und Evelyn musste wirklich arbeiten, aber sie wollte ihr Bestes tun. Ihr früheres Benehmen tat ihr leid und sie wollte versuchen, alles gut zu machen. Ich antwortete ihr natürlich sofort. Ich selbst war ja glücklich und hatte schöne Aussichten für meine Zukunft. Da konnte ich Evelyn getrost ein bisschen Glück und Trost abgeben. Auch Susanne und Marlies schrieben. Will und Clarissa schickten Fotografien. Von den Stellen, wo sie im Herbst die Reitschule eröffnen wollten. Und jetzt ging die Schulzeit wirklich zu Ende. Ein großes Aufräumen begann. Der persönliche Besitz aus den Zimmern der 6. Klasse wurde verpackt und nach Hause geschickt. Große Pakete wurden heruntergeschleppt. Wieder einmal begann der Wirrwarr der letzten Tage vor Ferienbeginn. Britta zeigte ihre letzte Karikatur und Irene summte ihre letzte Melodie. Die Möwenfelser Jahre waren fast vorbei. Letzter Tag, Dolly. Unser letzter Tag.
Erinnerst du dich noch an den ersten Tag vor 6 Jahren? Winzige 12-Jährige waren wir, kleiner als Felicitas und Irmgard. Wie die Zeit vergangen ist. Sieh mal, unser Schwimmbecken da hinten. Wie sich die Sonne darin spiegelt. Ja, da hatten wir viel Spaß. Und dort der Rosengarten. Es wird mir immer in Erinnerung sein. Heute wollen wir uns von allem hier verabschieden und noch einmal in die Vergangenheit schauen. Und ab morgen in die Zukunft. Auf der Universität werden wir noch mehr Spaß haben als hier. Und das sagen alle. Hallo, ihr habt was vergessen. Was denn? Ihr habt vergessen, den Pferdeställen und den Holzschuppen Lebewohl zu sagen. Und den Stall. Wie witzig. Wart nur ab, bis dein letzter Tag kommt. Du auch, Irmgard. Irmgard ist zu solchen Gefühlen nicht fähig. Was, Irmgard? Eins verspreche ich. Wenn ihr weg seid, werde ich die Fahne von Möwenfels hochhalten. Ich auch. Ich will Burg Möwenfels immer Ehre machen. Auf, auf! Wir wollen fertig sein, wenn unsere Leute kommen. Das Hupen klingt nach meinem Bruder Michael. Er wollte mich heute abholen. Tja, geht man so die Treppe hinunter? Natürlich, Felicitas und Irmgard. Aber Mademoiselle, wer wird denn am letzten Tag so streng sein? Ach Dolly, ich bin ja so nervös, aber auch traurig, dass ihr Großen für immer weggeht. Wir werden ganz bestimmt schreiben. Dolly, Felicitas, wo bleibt ihr denn? Hallo Mutti. Ach, das war also vorhin Vatis Hupe. Dolly, hast du deinen Koffer? Wiedersehen, Dolly und Alice. Wiedersehen. Meinen Koffer habe ich. Und den Tennisschläger auch. Ach, mein Tennisschläger. Guten Tag, Dolly. Guten Tag, Mutti. Wo rast Felicitas denn hin? Sie hat ihre Tennisschläger vergessen. Immer dasselbe mit Felicitas. Aua, tritt doch nicht auf meine Füße. So, es kann losgehen. Verzeihung, Mademoiselle. Auf Wiedersehen, Mademoiselle. Und halten Sie Ihren Dutt fest. Pass nur auf, ihr frechen Mädchen. Das war doch sicher wieder ein Trick. Was für ein Trick, Mademoiselle Dupont. Habe ich Trick gesagt oder Dick? Ich weiß nicht. Merkwürdig. Heute sind ja wohl alle durchgedreht. Vergiss nicht zu schreiben. Oktober sehen wir uns doch auf der Universität. Tag, Vati. Ich freue mich so. Auf Wiedersehen, Frau Greiling. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, Vati, Sie waren ja schon. Auf Wiedersehen, Fräulein Kott. Auf Wiedersehen, Mademoiselle. Auf Wiedersehen, Burg Möwenfels.